Hi Leute, hier ist wieder eure Skydarissa zu einem neuen Part The Legend of Zelda Spirit Tracks. Ja, im letzten Part haben wir uns hierher ins Anuki-Dorf vorgearbeitet, im Schneeland. Waren dafür in Prologia, haben diese wunderschöne Kanone bekommen, die jetzt an unserem Zug gebaut wurde. Und wir haben zwei Nebenquests aktiviert, einmal die Stempelsammlung und einmal die Hasenjagd. Und ja, das werden wir im Laufe des Spiels wohl verfolgen. Ansonsten, ja, haben wir uns hier hervorgearbeitet und suchen jetzt nach dem Aufenthaltsort von Turbin. Und ich gucke jetzt erstmal, welches Haus das auffälligste ist. Da könnte der Chef drin sein. Und ich glaube, im letzten Part hatten wir auch was gesehen, was nach dem Haus des Chefs aussah. Und, ein Stein? Ach, hey, ihr lernen wir etwa schon wieder ein Lied? Okay, nochmal warten. Orange, gelb, orange, blau. Gut. Okay, und was hat das Lied jetzt gebracht? Defo, eine Kiste? Ey, wie cool. Und was haben wir gelernt? Ach! Wir haben das Schatzsucherlied gelernt. Okay, spiele es, um verborgene Objekte zu entdecken. Sieh es dir in deiner Sammlung an. Echt cool. Ja, das ist verdammt cool. Wir haben rotes Elixier bekommen. Richtig cool. So, mal sehen. Bist du die auffälligste? Hm, Moment. Oh, hier ist ein Riss. Kriegen wir etwa demnächst etwas, um die Risse aufzumachen? Wäre schön. So. Ah, Monster! Was machen denn die hier mitten im Dorf? Na gut. Wenn du nach dem Chef des Dorfes suchtest, bist du hier richtig. Oh, wow. Gleich der Jackpot. Oder suchst du ihn gar nicht? Doch, oder du bist's. Dann du bist's. Hohoho, Kleiner, du bist auf Zack. Aber sprechen wir von was Wichtigerem. Warum bist du hier? Zum Schneeschrein willst du? Ohne Schienen, das wird nichts. Aber ernsthaft. Als die Schienen verschwunden sind, waren wir schockiert. Wie sollen wir denn ohne Schienen zum Schrein, frage ich dich. Und als würde das nicht reichen, tauchen ja auch noch Monster auf. Du musst uns helfen, ich bitte dich. Oh, wie süß er rumwatschelt. Ja, tut mir leid, dass ich hier so rumwatschel und alles. Wir Anuki können sehr temperamentvoll sein. Ich teile gerade Teams ein, die durch das Dorf patrouillieren sollen. Ich habe dabei an zwei Anuki pro Team gedacht. Hast du verstanden, was ich erklärt habe? Ja. Also eigentlich habe ich gar keine Zeit, mit dir über den Schrein zu reden, weil ich noch die Teams einteilen muss. Aber vielleicht kannst du mir ja beim Team einteilen helfen, dann sind wir schneller fertig und ich kann dir den Weg erklären. Na, was denkst du? Ja, okay, wenn es sein muss. Du siehst auf jeden Fall schon mal wie jemand aus, der sowas kann. Diese Aufgabe kann selbst gestandene Anuki zum Heulen bringen. Die Leute hier sind alle insgesamt etwas eigen, sieht man ja schon, wie sie aussehen. Ich meine, wir haben Geweihe und so. Ne? Sie in Zweierteams einzuteilen ist fast unmöglich. Hör dir an, was die Dorfbewohner erzählen. Komm und sag mir, wie ich sie am besten einteilen soll. Hast du das verstanden? Ja. Hier leben insgesamt 6 Anuki. Du musst sie in 3 Teams aufteilen. Ich komme mit jedem aus, aber alle anderen haben so ihre Macken. Hör ihnen gut zu und mach dir Notizen, wer zu wem passen würde. Oh. Okay. Wir sollen hier mit den Leuten reden. Das hilft uns sicher weiter. Okay, dann reden wir mal. Ah, wenn du nicht der kleine Helfer des Bürgermeisters bist, du sollst beim Einteilen darauf achten, nur Freunde in ein Team zu stecken. Ich bin Gelbwei. Ich kann dir sagen, blaue Klamotten und dazu nur ein halbes Geweih, Igitt. Das hat keinen Stil. Denk daran, wenn du mich einteilst.
Okay. Wer bist du? Ah, du bist für die Einteilung zuständig, hat man mir erzählt. Soll ich dir helfen? Gerne. Also, das war nicht ernst gemeint. Viel zu kalt zum Arbeiten. Also, ich bin jedenfalls Ungeweih. Ungeweih ohne Geweih, sage ich immer. Ich mag mit niemandem in meinem Team, der mich nicht leiden kann. Und was ich ganz besonders nicht leiden kann, ist die Farbe Gelb. Die Farbe beleidigt meine Sinne und geht höchstens für Bananen. Bananen sind lecker. Denk du über die Eiteile noch. Ja, Bananen sind lecker. Oh, ich hatte vorhin zum Frühstück selbstgemachte Bananenmilch. Mm. Naja, aber genug von meinem Frühstück. Reden wir mit dir. Wir stellen Teams gegen die Monster zusammen. Ich bin bereit. Wer ich bin? Agent Gelb. Das ist nur ein Codename für die Monsterjagd. In Wirklichkeit heiße ich Bartholomäus. Prächtige Geweihe mag ich überhaupt nicht. Die stören bei der Monsterjagd. Halte schlicht, das ist das Beste. Okay. Also er will ein schlichtes Geweih. Ich glaube, langsam wird es mir klar. Ich bin Norman. Nein, Norman, nicht normal. Du sollst also die Teams einteilen? Hast du nichts Besseres zu tun? Ich meine, das ist ja sehr nett von dir. Also, ich jedenfalls verabscheue Bärte. Also steck mich nicht mit dem Dorfältesten und noch mit ein paar anderen in ein Team. Was? Moment, ich habe aus Versehen einen Satz übersehen. Wenn du jemanden mit Bart siehst, schick ihn bloß nicht zu mir. Ah, okay, gut. Gut, dann müssen wir noch mit dir reden, richtig? Mein Name ist Weibart. Du sollst also die Teams einteilen, das klingt nach Spaß. Aber ich mag niemanden, der so ein tolles Geweih wie ich hat. Mein Geweih ist einzigartig auf dieser Welt. Naja, vielleicht nur in diesem Dorf. Dann noch viel Spaß beim Einteilen. Okay, also er möchte ein kleines Geweih. Sie will nur gelb. Er will's schlicht. Sie will nicht mit Gelbweih in ein Team, das ist schon klar. Weil Gelbweih hat sich ja nun sehr kritisch gegenüber Ungeweih geäußert, was blöd ist. Ja, und du kannst überall hin, nur nicht zu dem dort unten. Denn der dort unten will keine Werte. Gut. Ich kann's mal versuchen. Hast du die Teams ausgeknobelt? Ja, ich hab's mal versucht. Auch wenn sie blau nicht mag, ich versuch's mal so. Wenigstens hat sie ein ganzes Geweih, das heißt, es passt dann zumindest. Dann die beiden. Und er mit dem Dorfältesten. Was? Das war richtig? Wie geil. Fast schon. Ach du Scheiße. Wie? Was? Da, das ist es. Ich meine, das passt zu dem, was ich mir überlegt hatte. Ich wollte es nur noch mal überprüft haben. Ey, und wir kriegen dafür Cash. 20 Rubine, aber... besser wäre es, wenn er mir mal den Ort des Schneeschreins aufteilt. Was willst du noch hier? Ja, das hatte ich vor lauter Freude ganz vergessen. Du wolltest ja zum Schneeschrein. Ich hab dir ja versprochen zu sagen, wie du zu Turbin findest. Also der Schneeschrein ist gar nicht weit weg von hier. Aber ohne Schienen kannst du da nicht hin. Aber es gibt da diesen alten Tunnel. Wir nehmen ihn nicht mehr. Denn sein Haus seit Jahren ein riesiges Monster. Wir Anuki sind keine Kämpfer, deswegen halten wir uns da fern. Es ist gefährlich, aber das ist der einzige Weg zum Schrein. Der Eingang zum Tunnel ist, hier. Aber sei bloß vorsichtig, wenn dir etwas passieren würde. Dann würde ich mich schlecht fühlen, weil ich dir das verraten habe. Okay. Sorry, dass wir dir so eine Umstände machen. Na gut.
Dann fahren wir mal zum Tunnel. Ach, endlich wissen wir, wie wir zum Schrein kommen. Und diese Teamaufteilung, das kann schwer sein. Cool, dass du es gefirstet hast. Das hat ganz schön Nerven und Hirnschmalz gekostet. Los, fahren wir zur Turbine. Genau. Dann fahren wir. Na endlich. Juhu, juhu, juhu. Los geht's. Mensch, Zelda ist ja total aufgeregt. Ich bin aber auch total aufgeregt. Also, der Eingang zum Tunnel ist etwa hier. Los. Ich mag die Musik hier irgendwie. Aber wisst ihr, was mich wundert? Dass Link überhaupt nicht kalt ist hier. Oh nein! Haha! Das haben wir gut gemacht. Und okay, hier ist also der Tunnel. Okay, hier haben wir wieder sowas wie in den verlorenen Wäldern und... The fuck? Irgendetwas folgt uns. Ah, was ist das? Sieh doch! Okay, wir müssen das Auge treffen. Hab ich so im Gefühl. Ist das ein Insekt? Ja, sieht nach einem Insekt aus. Oh. Schnell! Ja, Zelda, hab doch keine Angst. Ich schieß doch schon auf sein Auge. Ich will raus hier. Ich eigentlich auch, aber wenn das Vieh kommt, müssen wir es wieder kaputt hauen. Da wir sowieso nicht steuern können, wie in den verlorenen Wäldern, müssen wir hier sowieso immer raufklöppeln. Oh Gott, der wird ja immer schneller. So, ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, sieht danach aus. Das war knapp. Okay, jetzt sind wir beim Schneeschrein. Was war das? Ein Käfer? War das ein Käfer? Hier ist es zu gefährlich, Link. Gehen wir nicht mehr hin. Ja, nie mehr. Oh, Zelda. Du bist so... Ehrlich, ich wünschte, sie würde dauerhaft die Phantomrüstung tragen. Dann würde es besser sein. Und oh Gott, Wölfe. Fliehen wir mal zu dem Anuki hier. Moment, hier lebt ein Anuki? Moment. Es ist ein Anuki-Laden. Sieh dich um und kauf vor allem. Oh, wie cool. Mein Herz kommt... 2000 Rubine? The fuck? Okay, wir müssen dringend Rubine farmen. Ja, das haben wir ja schon einmal. Und das Lila... Ja, bei Niederlage ist so eine Art Beleber. Na. Okay. Scheiße, wir müssen Rubine farmen. Kommt her, ihr Wölfe! So. Aber hier ist es interessant. Also sehr viel Schnee, sehr leer. Der Weg ist eigentlich auch ganz klar. Wir müssen ja nur da hochkommen irgendwie. Und ah, da ist der Stempel. Wunderbar, da ist der Stempel. Oh nee. Wie kommt man denn da hoch? Ach so, ganz einfach. Okay.
Ein Stempel! Möchtest du ihn in Nikos Buch aufnehmen? Ja, klar. Na, hier lassen wir mal frei für den Dungeon. Na komm her, du! Alter, der ist gut! Der ist gut, aber nicht gut genug. Ey, der Weg ist ja hier total chillig diesmal. Oh oh! Was ist eigentlich mit euch? Und... Ah nein, die frieren uns ja ein! Ach du Scheiße. Okay, okay, gut, gut. Wir sind hier durch. Ah, gehen wir noch rein. Ich glaube, hier müsste Turbin leben. Zumindest sieht das so ähnlich aus wie bei Ventilo und... Was, hier ist ein Dungeon? Geh vor Ablauf der Zeit durch die Tür, ohne gesehen zu werden. Okay. Ohne gesehen zu werden. Was soll das heißen, ohne gesehen zu werden? Ah ja. Okay. Wie kann ich mir das bitte vorstellen? Einfach hier durchrennen? Ohne dass mich einer anguckt. Scheiße. Okay. Das ist doch fast gar nicht möglich. Okay, der sieht mich dann. Ah, verdammt, der sieht mich. Okay. Ach ja, der hat mich ja gesehen und der hier sieht mich dann, wenn auch. Moment, hier, dann hier, dann hier. Das könnte klappen, Moment. Ich mache mir mal eine Notiz, wie das sein könnte. Also hier ist der Schalter, dann gehen wir hier lang. Hier lang. Hier lang zur Tür. Zumindest, das ist meine Idee. Okay, nein, passt nicht. Was ist eigentlich mit dem hier? Ja, okay. Ich würde sagen, der Lösung dieses Rätsels widmen wir uns dann im nächsten Part. Bis dann, Leute. Bye, bye.